Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Interpretation zur Phänomenologie des Geistes. Und heute werde ich den 11. und den 12. Abschnitt besprechen, also immer zwei Abschnitte. Und wie immer, alle Interpretationen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie sind nur, stellen nur Versuche dar, die Wahrheit zu erfassen und sind sicherlich nicht die absolute Wahrheit. Vielleicht sind sie sogar komplett falsch. Aber ja, lassen wir das mal beiseite. In den letzten zwei Videos haben wir uns mit der Gefühlsphilosophie beschäftigt. Und jetzt die zwei weiteren Abschnitte bewegen sich jetzt zu einer neuen Thematik und beschreiben überhaupt erstmal den Werdegang des Wissens im weiteren Detail. Wenn ich fleißig bin und wenn ich kreativ bin, schaffe ich vielleicht sogar mal hier auf Paint was zu malen. Hier so. Aber mal sehen. Ich kann das hier schon mal hier löschen, falls ich mal was hier malen möchte. Aber ja, lese ich jetzt mal vor, wa? So. Also, 11. Abschnitt. Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinabzuversenken und in der Absicht seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie in Ruhe, sondern in immer fortschreitender Bewegung begriffen. Aber wie beim Kinde nach langer, stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, ein qualitativer Sprung, und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen des Baus seiner vorgehenden Welt nach dem anderen auf. Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet. Der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, sind die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten, sind Vorboten. Oh, sorry. Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet. Der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue so wenig als das eben geborene Kind. Und dies ist wesentlich nicht außer Acht zu lassen. Das erste Auftreten ist erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. So wenig ein Gebäude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden, so wenig ist der erreichte Begriff des Ganzen das Ganze selbst. Wo wir eine Eiche in der Kraft ihres Stammes und in der Ausbreitung ihrer Äste und den Massen ihrer Belaubung zu sehen wünschen, sind wir nicht zufrieden, wenn uns an dieser Stelle eine Eichel gezeigt wird. So ist die Wissenschaft die Krone einer Welt des Geistes, nicht in ihren Anfang vollendet. Der Anfang des neuen Geistes ist das Produkt einer weitläufigen Umwälzung von mannigfaltigen Bildungsformen, der Preis eines vielfach verschlungenen Weges und ebenso vielfacher Anstrengung und Bemühung. Er ist das aus der Sukzession wie aus seiner Ausdehnung in sich zurückgegangene Ganze, der gewordene einfache Begriff desselben.
Die Wirklichkeit dieses einfachen Ganzen aber besteht darin, dass jene zu Momenten gewordene Gestaltungen sich wieder von Neuem, aber in ihren neuen Elemente, in den gewordenen Sinne entwickeln und Gestaltung geben. Ja, ich habe wieder hier absolut super vergessen, euch den Text runter zu scrollen. Sorry. Ja, ihr könnt ja wieder pausieren und das nachlesen, wenn ihr möchtet. Aber ja, so viel zu den zwei Abschnitten. Was interessant ist, ist, dass Hegel anscheinend ein Baby nicht als etwas komplett Wirkliches sieht. Also, das besitzt keine vollkommene Wirklichkeit, denn allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue so wenig als das eben geborene Kind. Also, er vergleicht die nicht vollkommene Wirklichkeit mit dem gerade geborenen Kind. Naja, strange, ein wenig, aber lassen wir das. Ja, zum 11. Abschnitt. Was hier interessant ist, ist die Beschreibung des Werdens von quasi von etwas Neuem. In der Philosophie nennt man auch sowas wie Emergenz. Wow, okay, ja, hier, Emergenz. Und Emergenz beschreibt eine Beziehung oder, nee, ach Quatsch, ein Werden von einem neuen Phänomen, was sich aber nicht reduzieren lässt auf die unterliegenden Phänomene. Also es passieren so, sozusagen so kleinere Phänomene und die ergehen dann ein ganz neues Phänomen, was nicht auf die vorherigen reduzierbar ist. Das ist Emergenz. Und wir können uns zum Beispiel ein Phänomen, was zwar auch quasi resultiert, aber aus unterliegenden Prozessen, das aber eben nicht irgendwie was Neues darstellt, beispielsweise ja, bei chemischen Verbindungen, wo eigentlich nur bestimmte Elektronen beispielsweise ausgetauscht werden und die dann auf der Makrosphäre sozusagen ganz anders aussehen, aber auf der Mikroebene sozusagen eigentlich nichts Neues darstellen. Ja, auf jeden Fall kann man den Werdegang des Geistes so verstehen, dass innerhalb seines Verlaufs es nicht so ist, dass sich das so langsam à peu aufbaut oder dass irgendwie ein plötzlicher Einbruch da ist, sondern eigentlich ist sozusagen, hat man hier innerhalb, ja, also es ist eigentlich nicht sowas, also ohne hier so ein Aufstieg und Abstieg, sondern es geht hierbei tatsächlich mehr um, ja, wenn man hier wieder so eine Gerade machen würde, dann kann man sich das so vorstellen, dass eigentlich immer mehr und mehr und mehr Erkenntnisse aufgebaut werden, aber dass sozusagen hier gewisse Einschnitte da sind, sagen wir so. Bei jedem Abschnitt entsteht eine neue Weltansicht, die in sich komplett neu sich erlebt, sage ich jetzt mal so. Das wird man auch später in den einzelnen Kapiteln, wo er die verschiedenen Bildungsformen bespricht, sehen. Aber wir können das zum Beispiel auch sehen oder uns vergegenwärtigen, was er damit meint. Und die trotzdem sowas Ähnliches wie einen Emergenzcharakter haben, wenn wir uns eben
die Entwicklung eines Kindes vorstellen. Denn ja, das Kind, das im Mutterleibe ist, das ist ja auch sozusagen auch schon ein Kind. Es ist in dem Sinne nicht etwas Neues wie das Kind, was dann nach der Schwangerschaft geboren wird. Also es ist eigentlich dasselbe Kind. So, geborene Kind und ja, man könnte sogar noch hier vom Fötus reden. Und die Beziehung hier ist eigentlich in einer bestimmten Hinsicht gleich. Also es hat die gleichen Gliedmaßen und so weiter und so fort. Aber es macht halt einen qualitativen Sprung. Hier beginnt die Geburt beispielsweise. Und hier hat man sozusagen ein Event, was sozusagen nicht eigentlich was Neues ist, weil irgendwie komplett neue Elemente hinzugefügt werden, sondern weil die Konstruktion, die Weltanschauung etwas komplett Neues ist. Und jetzt beim Kind wäre das eher so der Fall, dass, okay, innerhalb des Kindes wäre vielleicht nicht so viel Neues, weil ich meine, es hat sich ja im Mutterleib entwickelt und seine Gliedmaßen und so entwickelt. Und wenn es geboren ist, ist es ja nicht durch den Geburtsprozess etwas komplett Neues, physiologisch gesehen, des Kindes. Also die Geburt an sich macht ja nicht so viel aus im Prozess des Werdens des Menschen. Das ist ja nur relativ kurz. Aber trotzdem bildet die Geburt sozusagen einen neuen Abschnitt, weil natürlich, sobald das Kind von der Nabelschnur abgeschnitten ist, erlebt es natürlich ein neues Leben. Es wird sozusagen, erlebt zum ersten Mal die, wie soll ich sagen, mal die Außenwelt mit seinen eigenen Sinnen und muss sich in dieser Welt zurechtfinden. Und wir können aber, wenn wir jetzt eben, was ja Hegel untersucht, also nicht so sehr, wie jetzt der Mensch sich entwickelt, sondern wie der Geist sich entwickelt, wie unsere Weltanschauungen sich verändern. Wenn wir das halt untersuchen, so können wir das eben auch parallel so sehen und dass halt auch irgendwo in irgendwelchen Zeitpunkten solche Turns sind, die eigentlich sozusagen, ja, wie gesagt, nicht was komplett Neues sind, sondern eine neue Umgebung schaffen oder wie man es auch verstehen möchte. Ja, der Geist macht natürlich nicht nur irgendwie eine fundamentale Entwicklung, sondern der macht ganz viele verschiedene. Also bei Hegel geht es später, wenn man jetzt hier das jetzt hier so einzeichnen möchte, hat man zuerst hier die sinnliche Gewissheit und dann kommt man dann später zur Wahrnehmung und dann kommt man, ich muss noch mal reinschauen, zum Verstand und so weiter und so fort. Und diese Zwischenebenen des Geistes, wo eben der Geist nur sozusagen sich auf seine Sinne vertraut, bei der Wahrnehmung, wo der sozusagen schon gelernt hat, dass seine Sinnes Erfahrung vermittelt ist und beim Verstand, wo er sozusagen sein Bewusstsein mit der Außenwelt verknüpft, das sind halt alles sozusagen dasselbe Material. Hier ist nichts Neues, also es ist nicht so wie Legosteine, die man aufbauen würde, dass hier nur ein Legostein ist, dann kommen hier zwei Legosteine und hier drei Legosteine, sondern ich habe das hier auch wieder so blöd dargestellt, als wäre das so ein Wissensaufbau, aber es ist mehr sozusagen
ein immer tieferer Reflexionsvorgang. Also der Geist durchläuft in seiner Reise des Geistes, sage ich jetzt einfach mal so, immer mehr Reflexionen und bildet immer mehr Begriffe. Und die Begrifflichkeiten bilden natürlich irgendwas in der Welt ab. Die Begriffe sind natürlich nicht so fixe Dinge, sondern die sind halt in Bewegung. Und während er seine Begriffe aufbaut und sozusagen, übrigens, die Begriffe sind keine sprachlichen Dinge, sondern bei Hegel sind Begriffe mehr sowas wie, ich sag mal jetzt an Anlehnungen, an platonischen Ideen, also wirklich etwas, was es da draußen gibt, irgendwie das, was sozusagen in der Welt zu finden ist. So, auf jeden Fall kennzeichnet sich die Entwicklung des Geistes dahingehend, dass sie immer mehr reflektiert wird und immer in diesen Reflexionsvorgang immer mehr über die Welt im Generellen erfährt. Und was ja das Ziel von Hegel ist, ist ja zu zeigen, dass wir wirklich in unserer Reise, denn auf der Suche nach Wahrheit, sozusagen am Ende dahin kommen, dass wir wirklich sagen können, okay, die Welt, wir können wirklich die Welt wissen. So. Ach ja, und hier könnte man natürlich, wenn man das hier noch weiter, kommt natürlich, sagen wir, hat man hier Kindheit und dann kommt die Pubertät. Und da kann man hier noch Midlife Crisis. Ja, also nur so viel dazu. Ja, ich meine, was kann man noch zu dem Abschnitt sagen, außer dass hier schon darauf angedeutet wird, wie wir uns das vorstellen können, die Entwicklung des Geistes. Ja, also sonst fällt mir eigentlich nur wieder meine Kritik ein, dass sie hier so tut. Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Und der Abschnitt beschäftigt sich eigentlich gar nicht damit hingehen, wo sozusagen die konkreten Anzeichen dieser Geburt sind, sondern redet eigentlich mehr über die Geistesgeburt im Allgemeinen, welche Kennzeichen die hat. Aber jetzt verweist zum Beispiel jetzt gar nicht so sehr darauf, welche oder man könnte ja versuchen zu zeigen, bei den Gefühlsphilosophen, an welchen Stellen ihrer Überlegungen sie sich widersprechen oder Zitate, wo von Gefühlsphilosophen, die sagen oder darauf hindeuten, dass die Gefühlsphilosophen selbst irgendwie erkennen, dass irgendwie ihre eigene Position nicht so aussagekräftig ist. Aber ja, das bespricht hier Hegel gar nicht, sondern bespricht was komplett anderes. Gut, so viel zu meinen Senf. Ja, der 12. Abschnitt will sagen, bei dieser Entwicklung, die ich eben besprochen habe, dass wir natürlich bei diesen qualitativen Sprüngen, wenn wir sozusagen zu etwas Neuem kommen, sagen wir mal, hier ist das Neue, dann haben wir hier quasi eine neue Weltansicht, die aber sozusagen wie eine Eiche noch nicht komplett ist. Die ist sozusagen erstmal aus den vorherigen Überlegungen entstanden und entwickelt sich dann zu etwas Neuem, zu einem Begriff, der aber selbst noch nicht von dem Geist selbst komplett verstanden ist. Also er ist erstmal bis zu diesem Begriff hingelangt und dann
entsteht sozusagen eine Phase, wo dieser Begriff nochmals entwickelt wird. Also entwickelt hier im wortwörtlichen Sinne von entwickeln. Also ja, also genau. Also, wir haben unsere Überlegungen, kommen dann zu einem Begriff, also quasi, wie soll ich sagen, eine Fassung des Geistes in seinen Versuchen, die Welt zu verstehen, also eine neue Fassung, die ändern sich nämlich in seiner Entwicklung. Ja, diese neue Fassung ist aber wirklich auch nur die Fassung oder eben, wie er erklärt, die Eichel für den Baum und bildet sozusagen einfach nur den Anfang einer neuen Bewegung und schließt natürlich alle vorherigen Momente davor voraus, also setzt die voraus. Aber das bedeutet nicht, dass innerhalb des Geistes, also für das Subjekt, was diese Überlegungen vollzieht, dass dieses denkende Subjekt selbst irgendwie erkennt, ah, jetzt komme ich zu einem Begriff und jetzt wird eine neue Bewegung folgen. Und für das denkende Subjekt selbst ist auch die Bewegung nicht vorhersehbar, sondern es erlebt sozusagen eigentlich nur diese neuen Überlegungen. Und es kann halt sein, dass er zu einem neuen Begriff kommt, aber auch wiederum vergisst, was er vorher überlegt hat. Also dass er sozusagen in einen neuen Weltansicht kommt, zu einem neuen Begriffsgitter oder wie man es nennen will, also dass er mit neuen Begrifflichkeiten operiert, um seine Welt zu interpretieren, aber quasi vergessen hat, was er in den vorherigen Entwicklungsstufen des Geistes eigentlich gedacht hat. So, also das, ja. Und das werden wir auch noch mal im viel späteren Verlauf sehen, dass es natürlich Passagen gibt, wo dann eben Hegel konkret davon redet, dass der Geist seine vorherigen Schritte sozusagen nicht bewusst sind und dass er sozusagen in dem Moment in einem anderen Stadium ist als der Leser selbst. Also der geht hier wirklich auch wiederum davon aus, das kommt auch noch an späterer Stelle, dass wir Leser natürlich eine andere Entwicklungsstufe des Geistes haben, wie der Geist, den er zuerst in seiner Phänomenologie des Geistes bespricht. Er geht zuerst von einer relativ primitiven Stufe des Geistes aus, eben von der sinnlichen Gewissheit, oder man könnte auch von einem naiven Realismus ausgehen, der einfach besagt, dass alles, was mit den Sinnen erfasst wird, wahr ist. Also unhinterfragt sozusagen. Ja, auf jeden Fall bedeutet das, dass natürlich, wenn wir zu einem neuen Begriff kommen, dass das nicht das Ende der Untersuchung ist. Wir haben ja auch im ersten Abschnitt gesehen, dass er sich sowieso gegen die Vorstellung auflehnt, dass wir irgendwie, oder dass im Resultat der Wissenschaft die Wissenschaft selbst ausgedrückt sei, sondern es bildet auch nur wiederum eine Zwischenphase der Wissenschaft und ist sozusagen nur die Anfangsphase einer neuen Durchdenkung, einer neuen Weltanschauung. So würde ich es interpretieren. Also die Eichel, die wird dann irgendwann zum Baum. Ja, ich kann super schön malen. Vor allen Dingen, wenn ich parallel labern muss, dann bin ich der beste Zeichner ever. Baum. So. Ja, meine, so, Baum. Ja, das wäre es auch eigentlich schon zu den 11. und den 12. Abschnitt. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich näher am Text bleiben sollte, weil jetzt labere ich einfach das aus, was ich gerade über den Abschnitt denke, aber schaffe es nicht immer sozusagen das Ding festzumachen, an welcher Stelle die Sachen auftauchen über die ich gerade nachdenke, sozusagen, oder die ich meine jetzt verstanden zu haben und die ich gerade preisgebe, sozusagen. Ja, also ich denke, ihr könnt mir das verzeihen, hoffentlich. Wie gesagt, es sind mögliche Lesarten und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie die Wahrheit erfasst hätte. Ja, und das ist auch quasi etwas Neues für mich, während des Überlegens zu malen, was auch nicht so ganz so einfach ist, aber es geht noch. Ja, also für mich zumindest. Es kann natürlich sein, dass das für den anderen mehr, okay, jetzt dreht er total durch, jetzt labert der total für sich wie ein Irrer und wir verstehen gar nichts mehr. Ja, ich kann natürlich versuchen, das nächstes Mal ein bisschen besser hinzukriegen. Aber damit beende ich dieses Video. Ciao.